Erwerbsminderungsrente, warum eine Akteneinsicht so wichtig ist. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ihre Erwerbsminderungsrente wurde abgelehnt. Nutzen Sie unbedingt Ihre Rechte, zum Beispiel Widerspruch einlegen innerhalb einer Frist von einem Monat und was auch ganz wichtig ist, die Akteneinsicht zu beantragen. Denn die Akteneinsicht dient dazu, dass Sie herausfinden, warum die deutsche Rentenversicherung überhaupt abgelehnt hat. Das heißt also, Sie haben die Möglichkeit und können herausfinden, indem Sie in die Verwaltungsakte hineinschauen, ob alle medizinischen Befundberichte, alle Reha-Entlassungsberichte, alle sonstigen medizinischen Berichte Gegenstand der Entscheidung der deutschen Rentenversicherung waren. Denn wenn zum Beispiel irgendein Befundbericht, den Sie zu Hause haben, dort drin nicht ist, kann es ja sein, dass die deutsche Rentenversicherung eine falsche Entscheidung getroffen hat, indem der Gutachter der deutschen Rentenversicherung gar nicht wusste, dass es hier noch einen anderen Befundbericht gab. Die Akteneinsicht dient aus unserer Sicht zur Herstellung der Waffengleichheit zwischen Ihnen und der deutschen Rentenversicherung. Nutzen Sie also die Akteneinsicht. Für die Akteneinsicht können Sie gerne auch unser Angebot der Rentenberatung Erwerbsminderungsrente auf rentenbescheid24.de unter dem Stichwort Akteneinsicht nutzen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.